Ja, hallo Freunde. Heute möchte ich euch mal meine LED-Lichter zeigen. Und zwar sind es diese LED-Lichter, wo ich auch mal gemeinschaftlich mit euch zusammen unten im Drechselkeller gedrechselt habe. Es ist jetzt so, bisher habe ich die immer hier hergestellt mit einer Batterie hier in den Innenteil drin. Allerdings die Problematik ist die, mit frischer Batterie sieht es so aus. Sind sie mal ein paar Wochen alt, sieht es so aus. Natürlich, na, kein Strom mehr auf der Batterie. Jetzt ist so, die Batterie hält ja wirklich schon sehr, sehr lange, man kann es nicht anders sagen. Aber, wenn man die jetzt wirklich im Dauerbetrieb hat, außen ist nirgendwo ein Schalter zum Ein- und Ausschalten. Ich habe da auch wirklich alles probiert, irgendwie nur einen Schalter einzubauen, aber ich finde keinen Schalter, der dazu passt. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar, diese LED-Lichter baue ich nun mit einem Anschlusskabel an 230 Volt Spannung. Hier geht ein Kabel rein. Hier ist ein kurzes Stückchen Kabel. Das Kabel ist relativ dünn. Ja, sind nur 0,75 Quadratkabel. Mehr ist es nicht. Und innen drin. Innen ist eben die eigentliche Technik. Da ist ein kleiner Trafo jetzt eingebaut, ein kleiner 12 Volt Trafo mit ja, Gleichstrom. Und eben die baue ich jetzt eigentlich vorwiegend so auf die Art, weil sie doch langlebiger sind und die Batterien braucht man nicht mehr wechseln. Ich kannte jetzt zum Beispiel hier noch irgendwie so einen Schnurschalter zwischen rein tun, könnte ich machen, aber momentan der Trend geht ja immer mehr dorthin. Ihr wisst es ja selber, zu den WLAN-Steckdosen, wo man dann über Sprachbefehl ein- und ausschalten kann. Deswegen weiß ich nicht, ob da jetzt ein Schnurschalter eigentlich angebracht ist. Kann man eigentlich gerade drin stecken lassen in der Steckdose und dann über WLAN einen Sprachbefehl geben, ein- aus. Ja, wie das genau ausschaut, das kann ich euch jetzt gleich mal zeigen. Deswegen bleibt dran, schaut einfach zu. Ja, da haben wir jetzt mal ein Exemplar. Richtig schön in Faulbuche, sage ich dazu. Das ist ein Buchenholz, das schon etwas Holznisintus hat, aber noch nicht ganz verfault natürlich. Das war ein Stamm, da habe ich einiges runtergedrechselt vom weichen Material, bis ich aufs Harte gekommen bin. Deswegen ist es hier auch eine interessante Holzstruktur. Aber jetzt, um was es geht, ist eben hier innen drin. Machen wir hier den Deckel auf. Hier sieht man jetzt innen drin ein Netzteil, eben dieses Netzteil mit 12 Volt und 10 Watt hat es nur. 10 Watt reicht eigentlich voll und ganz aus, ist eigentlich für die eine kleine LED schon fast überdimensioniert. Dieses Netzteil wird locker sicherlich 100 LEDs gut verkraften. Aber eben, ich habe nichts anderes gefunden, nichts Besseres gefunden. Und schade ist auch, es geht da gerade um ein paar wenige Millimeter, wo das Netzteil kleiner sein könnte. Dann könnte ich hier auch mit 40 mm aufbohren. Geht aber nicht. Ich muss auf 45 mm auffräsen mittlerweile, weil eben, ja, dass ich sonst das Netzteil nicht reinkriege. Verkabelung ist ganz einfach. Hier gehen jetzt 230 Volt rein und hier seht ihr die kleinen Kabel hier innen drin. Da gehen die 12 Volt raus. Am Netzteil hier vorbei, hier vorne ab auf die LED. Natürlich ist da noch ein kleiner Vorwiderstand drin, damit die LED auf jeden Fall geschützt ist und keinen Überstrom bekommt. Da habe ich hier einen Deckel. Ja, also eigentlich sollte ich den zukleben. Und gut ist, ne? So sieht es dann aus. Hier ein kleines Kabel, nicht sehr lange. Wenn ihr wollt, kann ich das auch ganz kurz mal einstecken. Mache ich jetzt am besten gerade. Ich stecke es gerade mal ein. Jetzt seht ihr, die LED leuchtet wunderschön. Der eine oder andere sagt jetzt sicherlich, okay, ist schön und gut. Aber der Trafo ist so vom Holz umgeben und der hat ja überhaupt keine Kühlung. Und ich sage euch das Schönste,
was daran ist, der Akt, der Trafo braucht eigentlich gar keine Kühlung. Der Trafo bekommt so gut wie keine Temperatur, weil er ja auch völlig quasi unterfordert ist mit dieser einen kleinen LED. Ich habe die Dinger schon wirklich über 48 Stunden oder noch länger im Strom drin gelassen und habe dann mal aufgemacht und habe die Temperatur gemessen. Die Temperatur innen drin war im Höchstfall um 1 oder 2 Grad erhöht. Also kaum der Rede wert gegenüber der Umgebungstemperatur. Vom Stromverbrauch möchte ich auch behaupten, sind sie wirklich minimal. Da möchte ich behaupten, dass ein Fernsehgerät im Standby-Modus mehr Strom frisst. Genaueres kann ich euch aber erst sagen, wenn ich es mal durchmesse, wie viel die wirklich brauchen. Da kann ich euch auch klare Zahlen und Fakten liefern. So, hier sieht man auch ein bisschen so von der Leuchtintensität, sieht man auch hier. Das Grün ist natürlich schon sehr stark, das ist jetzt noch mit einer Batterie, aber die Batterie ist auch ganz frisch, habe ich jetzt vorhin extra eingebaut für euch. Und hier sieht man den über Netzbetrieb, der ist halt schneeweiß. Jo, jetzt sind wir hier im dunklen Drechselkeller und hier sieht man auch, wie schön hell die Teile eigentlich sind. Ja, also wer jetzt meint, man kann die nehmen so als Nachttischlampe und dabei noch ein Buch lesen, Irrtum, Irrtum. Dafür reicht es natürlich nicht, habe ich euch aber auch schon mal erklärt. Es macht ein ganz sanftes Licht in der Nacht, dass man, wenn man nachts über mal aufstehen muss zum Beispiel, dass man ja nicht gerade über den rausgeflogenen Teddybär oder das rausgeflogene Kopfkissen neben dem Bett stolpert. So viel leuchtet es aus, mehr leider nicht. Wenn ich jetzt das Licht einschalte, dann sieht die Sache natürlich ganz anders aus. Dann merkt ihr eigentlich nicht mehr so viel, wie hell die eigentlich sind. Mache ich gerade mal. Und so sieht es aus, wenn wir jetzt hier helles Licht haben. Wir sind jetzt hier gerade im Drechselkeller, deswegen ist hier auch alles ein bisschen staubig. So, da sind wir wieder zurück aus dem dunklen Drechselkeller, wieder zurück hier auf der Sonnenterrasse. Wer jetzt Interesse hat an einem weiteren Drechselvideo über diese LED-Lichter mit Netzteil, so sehen die Netzteile übrigens aus, das ist ein kleiner weißer Karton und hier drin ist es, ne? So schauen die aus. Ne? Wer sich dafür interessiert, dass ich nochmal so ein Drechselvideo bringe mit Einbau von dem Netzteil, der schreibt es mir bitte in die Kommentare. Kann dabei auch ein bisschen ein Wunschholz aussuchen. Soll ich vielleicht Faulbuche nehmen? Soll ich vielleicht Wildkirsche nehmen? Oder soll ich vielleicht Birke nehmen? Schreibt es mir in die Kommentare, was ist euch lieber und soll ich überhaupt nochmal euch zeigen, wie ich so ein LED-Licht drechsel. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Und wie gesagt, stimmt mir jetzt ein bisschen ab. Der eine oder andere will vielleicht nochmal so ein Video sehen, wie ich so welche drechsel. Der andere sagt, okay, hat er schon gesehen, lieber was anderes. Dann schreibt es mir in die Kommentare. Für Wünsche bin ich jederzeit offen. Okay, wünsche euch was, macht's gut, bis bald mal wieder. Tschüss.